So, ja, los geht's zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier vom Vor 2005 im wunderbaren Hot Gears Himmel, liebe Leute. Wir sind wieder auf einem wunderbaren Spielplatz hier. Ist ein Träumchen hier über den Wolken, ne? Über den Wolken, wie es der Gibbler Lied war, das Uli Jungs, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, derselbe Dude mit dem griechischen Wein, ihr wisst Bescheid. Und ja, wir machen heute weiter und wollen uns heute ein neues KFZ holen. Weil in den Aufgaben für den Elite-Rang gibt es nämlich auch ein schönes KFZ. Und bei dreifach Doppel können wir uns den wunderbaren Brabham BT62 holen. Ja, wunderbar. Saugermotor V8, 700 PS, Trackday-Monster. Und soll auch hier wohl im Spiel ganz gut ums Eck gehen. Und den werden wir uns versuchen, heute zu holen. Deswegen werden wir das erstmal anmachen. Ich finde auch gut, dreifach Doppel ist einfach Batterie geladen, die Beschreibung. Die kannst du natürlich gleich direkt ganz vorhin schieben. Und sie ist falsch, das nebenbei kurz als Hinweis, weil ich habe hier irgendwo noch das Bild gespeichert. Das war ja das Bild, wo ich angefangen habe zu merken, so, warte mal, der Kollege, der Deutsche übersetzt hat, hat keine Ahnung, wie unsere Sprache funktioniert. Ich meine, alles gut, man muss nur sozusagen Fehler stehen und die nicht vielleicht konsequent ins Spiel reinprügeln. Jetzt nehme ich mal kurz das Bild wunderbar suchen, weil natürlich habe ich das auf Twitter gesehen und jemand hat es korrigiert und ich bin jetzt nicht der Depp, der da wild reinrennt und merkt so, oh, warte mal, das ist ja komplett falsch, sondern ich bin das Genie, was merkt, guck mal an, ja, ja. Dass sein scheiß Bild nicht mehr findet. Sag mal, ich habe das doch gespeichert hier. Bin ich jetzt eigentlich jetzt? Also jetzt stehe ich hier neben mir. Neben mir, über mir, vor mir. So sieht es aus. Ich stehe überall, Leute. Da, jetzt habe ich es. Da geht's doch. Genau. Weil da steht ja ein Stern Eisrausch-Blitzerzone und drei Sterne Wasserufer-Driftzone. Was wir aber eigentlich haben sollen, sind ein Stern Überschallspiralen-Blitzerzone. Und ein Stern Eisrausch-Blitzerzone. Es ist gar keine Driftzone gemeint. Aber ja, nur so damit der Hinweis, dass. Also, es ist ja auch nicht mal einfach eine falsche deutsche Übersetzung, das ist einfach nur Kiffen an der Arbeit. Also, da musst du ja einfach nur komplett high gewesen sein, der so. Ja, Dude, das ist richtig, was ich hier mache. Kein Ding. So, wir suchen uns mal kurz die beiden Blitzerzonen einfach raus. Und müssen da jeweils nur einen Stern holen. Und einen Stern halte ich für ein bisschen entspannter. So, das werden natürlich auch beides S2-Blitzerzonen sein, würde ich mal behaupten. Waldrutsche? Nee, die ist überhaupt nicht das Ding mehr. Warte mal, wo haben wir denn die anderen dann? Warte mal. Mal gucken, wo wir hier. Haben wir überhaupt S2-Blitzerzonen so viel? Nee, dann sind es vielleicht doch S1-Blitzerzonen. Es könnte ja durchaus sein. Was haben wir. Mein Handy sich jetzt hier nicht für ein Standby entscheiden könnte, wäre ich ihm sehr, sehr dankbar. Überschall und Eisrausch. Ja, okay, Eisrausch wird hier unten sein, dann ist das Überschall. Überschall, da haben wir es schon. Und Eisrausch wird dann das hier sein, ne? Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge die klügste ist. Ich bin gerade eigentlich scheißegal. Dass wir die hier machen und von da aus ballern wir rüber. Wir haben ja 2 Minuten. Wir gucken mal, ob die Reihenfolge die beste ist oder halt nicht. Wir werden es ausprobieren. Wo fängt die an? Hier vorne. Heißt, wir porten es jetzt erstmal hier hin. Fahren die Blitzerzone rein und von da aus dann in die andere rein. Easy going. So, habe ich hier irgendeine Abbiegungsmöglichkeit? Da vorne müssen wir rechts und dann ballern wir da rein. Wunderschön. Und dann fahren wir die durch. Genau. So, das machen wir mal. Einen Stern lieber holen. Und dann sollte es machbar sein. Einen Stern stelle ich mir mit unserem Bat to the Blade nicht so schwierig vor. Dementsprechend machen wir das gerade mal entspannt. Und dafür kriegen wir dann den wunderbaren Weapon. Wenn ihr gleich guckt, wenn der Stern hier abgehakt worden ist, merkt man nämlich, dass wir das Richtige machen und das Spiel das Falsche da stehen hat. Ich finde aber auch gut, dass man in dem Grundmenü, im Hauptmenü da eh schon gar nichts stehen hat, einfach eine Batterie geladen steht und kannst es ja wirklich ganz schenken. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, das ist die Wasserufen-Driftzone, die wir gemacht haben, Leute. Das hat man ja wohl ganz klar gesehen, dass ich hier sehr stark 3 Sterne rausgetriffen habe. Ganz entspannt war das einfach mal. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist und ich warte auch immer noch den Hotfix ab, der die Scheiße fixt, also I don't know, da hat, also das ist ja, es ist wirklich ein Rätsel, naja, lassen wir das. Es ist also irgendwie mittlerweile belustigend rauszufinden, was man machen muss, weil es einfach mit, also das ist Sache, solche Sachen kannst du ja auch per Zufall nicht rausfinden. Also du kannst hier ja nicht sitzen und einfach alles durchtesten, weil es ist eine Driftzone, ich würde ja die Driftzone dann durchtesten, aber da braucht man eine Drift, ja, ist egal. Ich meine, ist halt kacke, weil wenn du es halt nicht weißt, bist du hier halt einfach komplett aufgeschmissen und kriegst den Grabham nicht. Das ist halt kacke. Ja gut, die Minuten schaffen wir ja locker. Das ist ja, also, das ist ja voll entspannt. Das wäre voll weit, aber ist ja, hier ist ja die Blitzerzone schon. Da ist auf Eis, aber juckt uns das. Wir müssen nur einen Stern erreichen, das ist halt scheißegal, da kann man die Mauer auch ein bisschen öfters mitnehmen. Das ist ja das Coole, im Gegensatz zum Festland kann man hier, nicht nehmen, die Blitzerzone rutschen, weil hier Mauern sind. Du hast dein Ziel erreicht.
Ja, und damit haben wir die beiden Zonen geschafft, die nicht da links stehen, aber es ist ja auch scheißegal. Wir haben jetzt den Brabham bekommen, das war ja unser Hauptding, ne? Wir wollten ja den Brabham, um noch ein paar Rennen zu fahren, liebe Leute. So, Brabham BT62. So, dann gehen wir mal ganz kurz, ja, dankeschön. Dann gehen wir doch mal ganz kurz rein und hören uns schön dieses Kfz. Wie gesagt, ich glaube 4, ich habe mir hier nochmal aufgemacht, 5,4 Liter Ford-Motor, also der auf dem Ford-Motor basiert, 5,4 Liter V8-Motor, Sauger. Ne? Hier haben wir richtig schöne Oldschool-Saugertechnik, was halt extrem geil ist. Man kann diesen Wagen sich auch Straßenfahrzeug upgraden lassen. Also wenn ihr sagt, ich möchte Brabham auf der Straße fahren, geht das. In Großbritannien gibt es da eine Möglichkeit für. Dann könnt ihr dieses Fahrzeug auch im Straßenverkehr nutzen. Und ja, er sieht schon, es ist halt einfach also ein Rennwagen. Ich meine, man konnte in Project Cars und in Gridfire, egal, den konnte man auf jeden Fall schon mal spielen. Ich weiß nicht mehr, wo ich spiele, das jetzt alles war. Aber absolut, also wirklich optisch brutal geiles Fahrzeug. Da braucht man gar nicht diskutieren. Er ist einfach absolut sexy. Also wirklich, wirklich schön. Soll auch brutal klingen, wobei wir jetzt gleich mal gerne reinhören, weil natürlich, gut, ein Saugermotor, das ist natürlich auch schon absolut lecker. Deswegen machen wir mal hier alles auf. Können wir mal den Motor uns reinschauen in das Aggregat. Ja gut, man sieht nicht so viel. Also da unten sitzt es, da drüber ist sehr viel Ansaugbox, aber da unten sitzt der Motor. Ihr seht ihn schön, ne? Wunderbar. Mal auch geklärt, können wir hier vorne auch noch abmachen. Ah, ich suche gerade, ja, ui. Ja, da geht aber viel ab. Das ist doch lobenswert. Wie geil die Scheinwerfer dann trotzdem bleiben. Die werden nicht drunter demontiert. Okay, das ist schon sehr geil. Ja, schon, es ist also da, wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit, die Straßenzulassung. Ob das für Deutschland der Fall ist, ich mache es jetzt mal ein bisschen anzweifeln, weil unser TÜV und die Polizei, ja, die lieben Gruppen sich gerne abends im Bett. So, lassen wir das. Wo ist denn der Anschalter? Da. Haben Sie schon was an- und ausgeschaltet? Ich habe keine Ahnung, wo, wenn ich ehrlich bin. Ja, Saugermotörchen haben so ihren eigenen Charme, ne? Man muss es sagen. Ich meine, Turbo und alles, verstehe mich nicht falsch, geil, aber ein Saugermotor mit richtig Bums ist schon gut. Ist halt einfach ein Rennwagen, den du kaufen kannst und damit Trackdays fahren kannst, wenn du halt die nötige Kohle über hast. So, wir wollen ja. Ja, das war schön, das war ein interessantes Bild gerade. Jetzt haben wir einen Brabham bekommen. Jetzt haben wir Brabham doch schon abgeschlossen, oder? Oder gibt es mehrere Brabhams? Oder geht's von Brabham einfach keine Belohnung? Es gibt einfach keine Belohnung. Schade. Jetzt bin ich überlegen, tun wir den selber oder laden wir uns ein Setup runter? Weil ich glaube, wenn der richtig geil abgestimmt ist, könnte der richtig gut gehen. Nur ich weiß, dass ich nicht die Händchen dafür habe. Was können wir hier für Motoren reinbauen? 8,4 Liter V10, 6,5 Liter V12, 7,2 Liter V8 Rennmotor und ein V12 Rennmotor. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir neue Einstellungen finden. New Meter, das wollte ich finden, wunderbar, das ist genau das, was ich haben wollte, weil S2 ist ja, glaube ich, das neue schnellste Fahrzeug so für Zeitenjagd, soweit ich es im Kopf habe, müsste S2-Klasse so das krasseste überhaupt sein, was schon sehr krass ist, ist sehr krass, glaubst du gar nicht, Wahnsinn, Lukas, es ist krass, wirklich krass, es ist krass, ja, ein bisschen mehr Topspeed haben wir, ein bisschen mehr Beschleunigung, bisschen mehr Leistung, 937 PS liegen dann an. Newtonmeter ist ein bisschen weniger, Gewicht ist gleich geblieben, aber schlechter. Und wir haben Allrad statt Heckantrieb. Ich habe nur keine Ahnung, was für Motor wir drin haben, weil das würde mir hier, glaube ich, leider nicht angezeigt. Wir können es ja mal installieren und hören, ob er gleich klingt. Ich vermute, dass der Motor nicht drin geblieben ist und ein anderer seinen Weg reingefunden hat. Aber wir bauen das mal ein, weil ich will mal dieses Meter-Setup fahren. Wie gesagt, ich habe es dadurch so rausgefunden, ich habe mir ein Video mal angeguckt, ein bisschen über die Hobbys-Autos, bla bla, weil er so stark gut dies, das ist. Leute machen da ja so Vergleiche. Ich bin auf Zeiten ja keine Vollkatastrophe, dementsprechend. Über die Felgen lässt sich diskutieren, Kollege, aber lassen wir das jetzt mal. Also, hätten es jetzt nicht sein müssen. Aber naja, wir hören jetzt mal kurz rein. Ich will mal gucken, welcher Motor da jetzt drin gelandet ist. Ich hör jetzt schon wieder einen V12-Motor schreien. Klingt stark nach V12, oder? Bescheuert. Das ist auf jeden Fall nicht mehr der Motor, der da drin ist. Es ist mit Bums. Wie gesagt, dieser Wagen soll jetzt sehr, sehr gut sein. Und wir wollen ausprobieren, wie viel sehr, sehr gut ist. Das ist unser Plan für heute. So, wir haben ja noch Rennen offen. Deswegen werden wir jetzt mal schauen. Wir machen mal kurz die Filter alle aus. Und dann sind hier da die beiden Veranstaltungen. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier nämlich ein schönes Rundkursrennen. Da können wir direkt mal rüber juckeln. Da haben wir auch ein bisschen ein paar Meter, die wir fahren können. Direkt durch die Kurve und sowas. Beschleunigt auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt.
Oh. Ja, ich so, ey, der Blade to the Blade hat doch gar nicht so ein schlechtes Handling. Und dann kommt der Weapon und bumst den Blade to the Blade vollkommen aus dem Bild. Mashallah. Was zum Heiligen? Was? Alter, was ist denn los mit ihm? Man muss ja sagen, Meta auf dem Festland, ne? Also hier in Hot Wheels ist noch ein bisschen die Fahrphysik anders, aber also das muss man sagen, die Fahrphysik hier im Himmel ist natürlich leicht anders. Dass ihr das schon mal mitwisst, der ist natürlich jetzt hier nicht auf demselben Level wie, also der fährt sich unten nochmal anders als hier. So, und die Meta-Tuning sind natürlich für Festland, aber das war jetzt trotzdem gerade schon 270 und ich konnte noch lenken, also ich konnte die Kurven noch verengen, ne? Also es war nicht 270, wir treiben uns da raus, sondern 270 und so, wenn du noch enger fahren willst, wir können auch jetzt eine 90-Grad-Kurve fahren, wenn du Bock hast. Das ist wild. So, jetzt dürfte ich hier eigentlich mal austeilen. Jetzt habe ich nämlich eigentlich mal was hier, um Leuten auf die Fresse zu hauen. Unnötige Aggression, die hier ins Video reinkommt. Absolut unnötige Aggression. So. Beschleunigt auf jeden Fall gut. Ist der KI natürlich scheißegal, aber das lassen wir jetzt mal an der KI aus. Boah, ich muss weniger lenken. Ich hab doch. Ich weiß, dass der auf den Magnetbahnen und den Loopings ein bisschen die Kontrolle übernimmt, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich keine Bremshilfe anhabe. Aber ich glaube, die kommt durch den Looping, ne? Ja, der Bremst. Okay, ich darf den Kurve. Ich muss im Looping aufhören, so viel zu lenken, sonst bremst mich das Spiel ein. Wild, okay. Gut zu wissen. Alter, okay, das mit der Kamera nach hinten ist natürlich, Alter, das ist ja einfach wirklich, das Armatur, also die Anzeige in der Mitte, also dein Tacho ist ja einfach, als würdest du ein Videospiel spielen. Das hat ja nichts mehr mit einem normalen Autotacho zu tun, Alter, das ist ja einfach straight up Videospiel. Geht das voll? Boah, ja, mehr als voll. Ey, meine Fresse, das Heck ist so am harten Mitlenken, das ist Wahnsinn. Und ich krieg trotzdem auf Fresse, weil ich den, also man muss auch sagen, ich muss den Joystick jetzt auch sehr liebkosen. Coco Jumbo, ja. Weil er hat eine sehr agile Hinterachse bekommen. Das kann man gut oder schlecht finden. Es ist gut, weil man die Kurven fahren kann. Wenn man es halt übertreibt, macht man halt Tokyo Drift. Ich schau mal, dass ich mich da ein bisschen mit reinfuchse. Da ist auf jeden Fall nicht mehr einfach nur drück den Stick nach links und dann yalla, sondern mach das vielleicht ein bisschen entspannter, Lukas. Weil jetzt fliegen wir hier schön vorbei, Goya, jetzt wird hier einfach mal überholt und einfach der Ultima umgebracht, ja. Ja, Bugatti, darf ich mal, Jungs? Ich muss nicht bremsen. Ich habe eine mitlenkende Hinterachse anscheinend, die sehr agil. Alter! Hallo! Ich wurde hier gerade alt, das war versuchter Mord. Der Bugatti hat mich versucht, nach Mexiko zu schicken. Also nach Mexiko runter, wir sind ja in Mexiko immer noch. Das ist der Flugraum von Mexiko. Es muss echt schwierig sein, wenn man hier Tourist ist, mit dem Flugzeug durchzufliegen jedes Mal. Muss ich echt durcheinander bringen. Das ist ein ganz schön langes Rennen, fällt mir gerade auf. Wir sind immer noch nur eine 1. Uaiaiai. Oh, muss mit diesem. Ah, mit dem Sliden klarkommen, das ist schon wild. Da ist schon wild. Ist der KI scheißegal, dass ich das neue Meta-Auto fahre? Ja, absolut, die fährt mich trotzdem gerade. Ja. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich jetzt komplett flachsen? Hör mir doch auf, die ganze Zeit in die Karre zu kacheln, Mann. Ey, der Ferrari-Fahrer, ich drehe mich ja sowieso schon fast alleine ein, ich brauche nicht noch einen Schlachtruf drauf. Das Problem ist, ich hole halt nicht so schnell auf. Boah, Alter. Also das Tuning ist nice. Wie gesagt, man kann Kurven unfassbar eng fahren, aber man muss diesen Punkt nicht, darf man nicht übertreffen, wo es halt zu eng wird, wo man in den Slide kommt. Weil das hier kostet einfach Zeit. Das sieht halt cool aus, ist aber vollkommen für den Arsch, wenn man Tempo fahren will. Alter, Brudi! Oh. Da geht mir dieser Bugatti-Fahrer auch noch auf die Nüsse. Boah, ich habe nicht das Feingefühl dafür. Es kann auch sein, dass das Setup einfach hier in den Wolken nicht funktioniert. Ich sag, wie das ist. Vielleicht ist es einfach nicht das Wolkentuning. Wisst ihr, wie ich mein? G-Kräfte-Physik, die ist das, ihr wisst Bescheid. Oh, Bruder, jetzt rede ich doch. Ich habe noch kein Auto gehabt, wo ich mit Allrad so Probleme habe, nicht das Auto zu verlieren. Das ist ja fast lächerlich.
Außenrum, easy. See ya, Leute, man sieht sich. So, jetzt aber mal hier wieder. Jetzt wird hier auch mal ein bisschen aufgeholt, ne? Erste Runde war einfach mal ein bisschen hier Anstiche, ein bisschen Teaser, ne? Und jetzt kommt er, der Brabham. Ich sag es euch. Man muss nur jegliches Gefühl in seinem Finger verlieren, dann ist gut. Das Speedtank ist auch nicht so verkehrt, das geht schon. Wir machen einfach ein bisschen Wallriding. Ich muss einfach die Wand nehmen, wenn mir das Heck weggeht. Einfach mit dem Wand in die Heck knallen. Mit dem Heck in die Wand knallen und dann geht das schon wieder. Was machen wir hier? Zack, Platz 4. Gerade noch aussichtslos. Wird das hier vielleicht noch ein Lauf? Wenn dieser scheiß Ferrari-Fahrer mich nicht konsequent... Ist der Bugatti auch wieder da? Da wollte ich mir eigentlich... Wo kommt ihr denn alle her? Aus welchen Löchern? Mann, Alter. Diese Truppe von diesen drei KI-Fahrern geht mir so auf den Sack gerade. Der Ferrari-Fahrer, der wird wie der letzte Assi. Und der Bugatti ist halt sowieso... Also der gehört straight up hier runtergeworfen. Der kann mir die Wolken mal von unten... Weil gut, Chris, was soll denn das hier? Mann. Ja. Ich krieg vom Ultima noch einen aus dem Heck, einfach ohne Grund. Alter, ich hau euch gleich. Jetzt lasst mein Heck in Ruhe. Ich weiß, ich flieg euch quer über die Bahn vor allem. Schön Panflöte spielen, das war über die Bahn, aber. Weapon, bitte. Wir müssen hier den dritten Platz holen. Es wird uns peinlich. Ne, wir müssen eigentlich gewinnen. Vergesst alles, was ich sage, Bracke. Ja. Überholt mich alle. Kein Tag. Kein Thema. Tag auf der Tür. Darf ich mal wieder Dankeschön? Hol ich mir die Plätze halt wieder zurück, wenn es sein muss. Nee, ich muss halt gewinnen. Scheiß auf Platz 3. Dieses Trio, ne? Ich zünd euch die Autos gleich an. Ich schwör's euch. Geh nie mehr auf den Sack. Mann! Ich bin da nicht so der Meterfahrer. Ich sag, wie das ist. Ich bin eher so der Kilometerfahrer. Sonst bin ich manchmal unfassbar lustig. Alle meine Freunde sagen das. Ey. Ich gönne dem Ferrari-Fahrer gerade nur das Beste. Ich wirklich, ich wünsche ihm das Beste. Dass er Frau Kinder kriegt, keine Ahnung. Ach, was weiß ich, Alter. Aber er soll mir einfach aus der Spur gehen. Jetzt einfach Wallriding, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, was Platz 1 bis 3 fährt, aber die nehmen mich komplett hops. Das liegt auf die gute Art und Weise. Wenn es da eine gute Art und Weise geben sollte. Ich weiß nicht, wie ich den Brabham jetzt fahren muss. Ja, komm, das kriegen wir hin. Ich muss nur feingefühliger werden. Ich muss den Stick... Ich sitze gleich einfach hier so... Dann geht das schon. Du musst mir Feingefühl in den Finger. Das Setup funktioniert höchstens auf dem Festland einfach viel, viel besser als das, was hier abgeht, aber. Ich muss einfach ein bisschen wallriden. Und dann geht das schon. Mit Drifts kommt einfach die Wand mitnehmen. Geht da. Weil so viel Speed verliere ich dadurch nicht. Dadurch schon. Ist nice. Oh, Alter! Ich fühle mich jetzt echt bekifft. Also wenn sich das so anfühlt, keine Ahnung. Okay, sagen wir mal, ich fühle mich jetzt echt besoffen. Das kann ich eher relaten. Bitte. Alle Weltrekordfahrer gleich bei mir in den Kommentaren. Naja, das war eigentlich gar kein gutes Metatuning. Ein richtiges Metatuning würde niemals seitwärts gehen, weil Physik, Lukas, Physik. Passt doch mal auf in der Schule, ja? Ich bleib einfach hier oben, weil dann drehe ich mich weniger. Dann fliege ich hier durchs Feld. Zack, mir hier rüber. Und dann zack hier rüber. Und dann zack zwischen beiden durch. Oh, das war ja schon zu smooth. Das muss ja kriminell sein. Und dann wallwiden wir wie die Scheiße aus dieser Karre raus. Und dann holen wir uns die beiden Ferraris hier gleich an der Spitze. Ich sag es dir.
Der Monster GT3 ist anscheinend auch nicht ganz so verkehrt. Kann das sein? Meine Fresse. Wir fahren aber auch ganz entspannte Geschwindigkeiten. Ganz entspannt fahren wir hier. Ja, die Kurve muss ich auf jeden Fall ein bisschen besser machen, weil da lasse ich richtig Tempo liegen. Aber ich habe momentan nicht Mr. Ferrari, Ultima und Bugatti an meiner Backe und damit bin ich schon happy. Das sind die Kleinigkeiten im Leben. Wenn die drei mir nicht auf den Sack gehen, bin ich schon ein bisschen glücklicher. Sag ich, wie es ist. Oh ja, ich fahre Kurven ohne zu driften. Man muss nur wissen, wie. Ja, es wird, es wird. Ja, Wand mitnehmen. Das nennt sich Risiko und Ausnutzen der Strecke. Egal, so. Jetzt fahren wir hier wieder schön die Steilkurven, weil da geht mir der Arsch weniger weg. Man muss nur wissen, wie man sein Fahrzeug nutzt. So, jetzt fahren wir einmal hier rüber. Schön Schwung rüber. Dann zwischen den beiden durch. Hier schön die andere Halfpipe. Und dann schwingen wir hier zurück. Und dann schwingen wir auf den Platz 1. Und dann nehmen wir ein bisschen die Wand mit. Easy, ein bisschen abbremsen. Und dann wieder voll aufs Gas und dann haben wir hier P1 geholt. Absolut fair, absolut richtig. Das fühlt sich verdient an. Absolut verdient. Wallriding war nie more satisfying. Außer nie für Spiel Underground, da fühlt sich das noch satisfying, aber das Spiel hat gar nichts dagegen gemacht. Ja, leichter Heckausbruch, alles gut, hab ich im Griff. Auch wenn da hinten gerade der ganze Armada angeflogen kommt. So, wunderbar. Lass sie ruhig überholen. Boah, ich bin zu weit rausgekommen. Der fängt da schon an, mich einzubremsen mit der Autobremse von dem Looping. Ey, dieses Bremsverhalten von dem Looping mit der Kiste ist halt auch ein bisschen anders. Ungeil. Hör auf, mal zu bremsen. Mir geht der Arsch weg deswegen, Mensch. Lass es doch sein. Ich würde normal nicht die Kontrolle verlieren, aber der bremst da halt. Was ist denn das für eine Kack-Mechanik? Jetzt. Hör auf. Seht ihr, wie oft das. Also, ich bin nicht. Die Bremslichter im Looping bin ich nicht. Ich bremse da nicht. Ich hätte da keinen Grund für. Wenn ich was nicht im Looping tun will, dann eindeutig bremsen. Boah, Junge. Bleib bei mir, Brudi. Ja, ich muss ja nur wieder an meine Halfpipes kommen. Da bin ich wieder Meter. Da bin ich Meter. Ich nutze sehr wenig die Bremse, weil die Bremse und ich uns in dem Fahrzeug eindeutig nicht verstehen. So, da fangen wir das fröhliche Swingen wieder an. Einmal hier hoch. Und dann einmal hier rüber. Und dann geht es die andere Seite. Bisschen hoch, egal. Und dann holen wir den FXX-K. FXX meine ich, ist kein K. Bisschen viel an der Wand lang geritten. So, jetzt nur ein bisschen nach hinten schauen und dann. Dann lübt der Hase hier, dann lübt das. Ja, come on. Oh, Bruder, willst du mich verarschen? Da kriege ich aber einen Schlag drauf, ey. Da bin ich gerade so die Karre am Abfangen mit Ferrari. So, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen schubsen? Das war unfair. Eindeutig unfair. Aber zumindest habe ich jetzt mit den drei anderen Chaos-Typen nichts mehr am Hut gehabt, dieses Rennen. Sehr schön. Huh. Also er fährt sich höchstens auf dem Fester deutlich geiler und er fährt sich auch brutal gut. Wie gesagt, er hat ein asozial, also wisst ihr, wie ich meine? Aber der geht halt auch so schnell im Arsch, das ist halt abnormal. Aber ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Hot Wheels Bahn. Ich glaube, da ist die Hot Wheels Bahn mit ihrem Untergrund so ein bisschen wild. So, wir haben, glaube ich, noch eins offen, ne? Eins, zwei, drei haben wir. Genau, die beiden Rundkurs hatte ich noch. Genau, wunderbar. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. So, Taktik, selbe. Obwohl, wenn wir da nicht das Halfpipe-Ding haben, da habe ich halt einfach brutal aufgehoben, muss ich halt sagen. Da habe ich halt einfach.
Bin ich halt einfach stärker als die Gegner. Was will man da machen? Wir haben noch ein T-Shirt bekommen. Nebenbei. Oh, hier haben wir was bekommen. Guck mal. Super Loopings. Schießt immer auf 2 Minuten am Auto der S2-Klasse einen Überschallspieler an Eisrollen. Guck mal her. Dann haben wir das hier auch mal gemacht. Schön. So. Lieber Brabham, do your thing. Lass uns den Scheiß gewinnen. Das wäre ziemlich nice. Lass mal machen. Lass mal einen Sieg holen, Brabham. Für die Progression. Nebenbei was mir mal aufgefallen war jetzt letztens. Du siegst mit Leichtigkeit, Digga. Das war keine Leichtigkeit. Wo hast du das denn gesehen? Die Magnetbahn im Trailer und die hier sind andere. Ist mir letztes Mal nochmal aufgefallen, wo ich so ein bisschen Bilder und den Trailer mir angehört habe. So, habe ich den Trailer nochmal gesehen, so, boah, wie geil diese Magnetbahnen aussehen. Also jetzt, das ist mir scheißegal, was die Optik macht, aber die sehen im Trailer halt einfach viel geil aus, weil die solche Wabenmuster haben und hier sind die halt Metallplatten. Also, müsst ihr mal vergleichen. Guckt euch den Trailer an und guckt euch jetzt nochmal die Magnetbahn hier an. Da wird ein bisschen gedowngraded. Alter, erstmal mit maximalem Speed hier runtergekacheln. Gib ihm! Boah, fuckity! Ich will ja nicht viel lenken. Jetzt habe ich nicht mal gelenkt. Ich will einfach gar nicht viel. Ich will einfach gerade fahren. Könntest du mal aufhören, damit scheint der Punkt plötzlich die komplette Traktion zu verlieren? Hallo! Was ist denn los mit dir? Lass es doch sein, bitte. Warum bremst der automatisch? Welche Funktion habe ich an, dass er mir da die ganze... Das geht mir gerade wirklich auf die Nüsse. Was ist mir denn die ganze Zeit da am Reinkrätschen, du dummes Drecksding? Kann ich sagen, dass überall irgendwelche Autohilferchen an sind? Hab die Kacke hier. Also... Ey, dieser... Also das ist ja jetzt wirklich für den Arsch. Er bremst an der Stelle. Ich verliere das Heck, weil er bremst. Wenn der Spieler nicht bremsen würde, würde ich auch nicht abfliegen. Hör doch auf, jetzt zu bremsen. Anti-Blockiersystem. So. Ah, Handful Stunt Lag Assistant. So. Ich hoffe... Gut, wir haben das mal ausgestellt. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass es die Funktion gibt. So. Mal gucken, ob er jetzt mir mal die Bremse in Ruhe lässt. Also mit anderen Autos, ey, mach mal, du lustig bist. Und mein Brabham bringt mich das einfach um. Der Brabham bringt mich da um. Sobald wir die Bremse drücken, ist Ende. So, gucken wir mal, ob er jetzt endlich mal die Bremse auslässt. Ja, finde ich es immer noch so. Jetzt gucken wir mal. Ah, schau mal an. Der dumme Lenkassistent, also der Brabham ist mit dem Setup und dem Lenkassistent nicht konform. Die verstehen sich keinen Millimeter. Ich sehe auch schon kommen, das letzte Rennen hätte ich easier gewinnen können. Einfach nur, weil der Lenkassistent mich jetzt mal abgeschmissen hat. Wir sehen es jetzt gleich. Oh Bruder, das ist ja... Na, ist er immer noch so zickig an manchen Stellen? Er lenkt jetzt auf jeden Fall leicht anders, ja. Krass, dass der Lenkassistent bei dem Auto so eine Auswirkung. Also vorher, ich weiß, dass es den gab, aber ich hatte damit ja kein Ding, weil er hat einfach nur dazu beigetragen, dass es ein bisschen smooth überfährt. Wie gesagt, bei dem Brabham funktioniert der aber einfach nicht. Das ging vorher. Okay, ich hatte das Rennen mir gerade, ich habe es mir gerade unvorhin so. Oh, guck dir jetzt mal an, was der. Der ist ja jetzt richtig brutal. Dass der X5 das so mitmacht, ist natürlich jetzt absolut lächerlich, aber. Der funktioniert halt so viel besser jetzt. Alter. Ist es bescheuert. Dieser Lenkassistent von Hotwheels hat mir halt so reingekriegt. Also bei den meisten Autos habe ich das bisher nicht gemerkt, dass er mich irgendwie stören würde. Aber beim Brabham ist mir erstmal maximal aufgefallen, dass er jedes Mal am Bremsen ist in den scheiß Loopings. Plus. Aua, hallo. Dass er halt, also an abnormalen Stellen einfach weggerutscht ist. Wahnsinn, dass es an dem Assistenten lag, weil der fällt sich. Also das sind zwei verschiedene Welten, der fällt jetzt ganz anders, ey. Eieiei. Ja, das wären einige Kurven, wo ich böse abfliegen würde.
Also klar, er geht immer noch, also wenn man zu eng lenkt, geht er immer noch mit dem Arsch weg, dann rutscht er immer noch rum, weil er relativ agil an die Hinterachse sehr viel mitlenkend ist. Dementsprechend natürlich irgendwann überlenkst du alles. Aber ist ja kein Vergleich zum Rennen vorher, Alter. Junge, schöne Idee, mit dem Webhelm nicht nutzbar. Hoppla, kurz reingesendet. Krass, der geht ab. Der geht auch einfach sehr gut ums Eck, man muss halt einfach sagen. Er liegt halt, er fällt halt einfach gut. Es ist halt wie es ist. Toll, dieser riesige Looping ist ja halt auch so geil gemacht, ne? Das geht fast voll, wenn ich die Wand nicht grinden würde. Dass der X5 halt so dran bleibt, also der ist schon sehr gut. Aber ich würde gerade sagen, dass die KI den gerade ein bisschen übers Limit pusht. Das ist schon ein schönes Fahrzeug und der ist auch nicht langsam in dem Spiel, aber ich vielleicht einen Tacken drüber jetzt gerade. Ich mach ja nur. Aua. Wer ist denn da jetzt noch mit dran? Da hängt noch irgendwer mit dabei gerade. Irgendwas kommt da gerade noch mit angeflogen. Er macht aber jetzt sehr, sehr viel Spaß. Also er hat davor auch schon Spaß gemacht, nur er war ein bisschen sehr empfindlich. Das ist jetzt, haben wir ihn ein bisschen jetzt abgewöhnt ohne die Lenkhilfe. Da ist er doch deutlich entspannter jetzt hier. Und dann kann ich ihn wirklich empfehlen. Er ist vor allem super leicht freizuschalten, wenn man Elite dran ist. Es ist halt einfach nur kurz mal Blitzaktion abfahren. Da beide nur einen Stern brauchen, ist das halt auch nicht mehr herausfordernd. Und dann kriegen wir die schöne Kfz, also der ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut zu fahren. Der fährt sich wirklich brutal, brutal gut. Wenn man die scheiß Lenkhilfe mal deaktiviert hat. Weil die, zumindest und die Setup, die halt vollkommen nicht grün werden. Ja, es geht halt wirklich voll, heilige Scheiße. Kommt er noch mit reingeflogen? Ich erkenne noch nicht, was für ein Auto es ist. Ach, Scheiße! UR40 Kombination, oh fuck. Oh, Digga, nein! Das ganze Knicken kurz vor Ziel. Also jetzt, nee. Also so weit kommt's noch. Ja, danke. Nein. Ist nicht. Ich. Gar kein bisschen. Sehe ich mich überhaupt nicht. Nein. Das wird nicht passieren. So, haben wir damit alle? Waren dann 5, ne? Wir haben alle 5 jetzt, ne? Ja. Damit haben wir zumindest alle 5 wunderbaren Rennen absolviert. Sehr schön. So, heißt, wir müssen. Wie brauchen wir denn noch viele Punkte? 381, wir brauchen also noch ein bisschen, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Werden uns da also nächstes Mal drum kümmern. Ich denke mal, nächstes Mal werden wir vielleicht schon das Finale fahren. Warten wir mal ab. Ihr werdet sehen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen rum da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da rein. Bis dann. Ciao. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.